Okay. Hier ist gar... Hä? Hier ist alles wieder sauber. Okay. Ist aber komisch jetzt. Ich hab's gewusst. Boah! Süß, Kinder, ne? Süß sind die Kinder. Die Kinder sind einfach nur süß. Oh, scheiße. Ja, und die Kinder sind so widerlich. Die sind so widerlich. Hallo? Oh nein, Puppen. Nein. Da knall ich erstmal voll die Glastür zu. Ja, nee. Ich will nicht. Nee. Oh fuck. Scheiße, die ganzen Puppen drehen durch. Oh, ganz laut. Fuck. Was zur Hölle? Oh. Das, ja. Wie komme ich hier raus? Was ist denn das? Was ist das? Hallo? Ich sehe hier so gut wie nichts. Hier in der Ecke ist wieder sehr, sehr dunkel. Wie komme ich denn jetzt? Noch mehr Puppen? Noch mehr Puppen? Moment. Okay. Was? Ich kann nur hier lang. Alter, was? Was zum? Was ist das? Kind? Liebes?
Töchterchen. Ich glaube, du bist ein Mädchen, oder? Was soll ich dazu sagen? Ich brauch dazu nichts zu sagen, ihr habt's gesehen. Ich meine, was zur Hölle? Oh. Ow. What is this crap? Oh, I'm sorry, princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Oh. Lieblingspuppe kaputt gelatscht und ich latsch direkt nochmal drauf. Oh, scheiße. Ja, das ist natürlich nicht sehr geil. Hier ist noch mehr gemalt. Geiler Scheiß. Da ist das pinkende Baby. Das ist aber jetzt merkwürdig. Oh, Gänsehaut. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Lass das Kind mal lieber malen. Ich glaube, das sind wir. Kommt Godzilla. Nein. Ja, gib auf, wie immer. Aber was kann ich denn machen, damit ich das Spiel hier ein gutes Ende kriege? Ich glaube nämlich nicht, dass ich gerade dabei bin, ein gutes Ende zu schaffen. Hätte ich das meiste ignorieren sollen? Oh, das ist aber eine schöne Lampe. Warum ist die Musik so komisch? Das Kinderzimmer.
Oje, oje. Sind noch... Oh. Okay. Wofür brauche ich das? Vielleicht für die... Spieluhr? Hallo, ich wollte die Schranktür aufmachen. So, jetzt. Okay. Oh Gott, die ganzen Puppen. Aha. Dann wollen wir mal. Tut mir leid, wegen meiner Nase und so. Ne? Alter, was für ein kranker Scheiß. Was so? Kleine Schätzchen, die Nacht ist kahl. Sterne erlöschen, es dunkelt auf einmal. Oh, Kacke. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Nun ist es, man wird sie nirgends nicht finden, meinst du. Alter. Oh Gott. Oh, fuck. Kann ich das... nicht wieder zumachen? Anscheinend nicht. Okay. Oh, Kacke. Ich weiß halt nicht, was ich da drauf sagen soll. Also, das ist krank. Das ist einfach nur krank. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Sind das jetzt die Haare von uns oder von unserer Tochter?
Scheiße, ist das krank. Mir fällt dazu echt nicht mehr ein. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer verfluchte Scheiße! Ja. Ja, klar. Warum auch nicht? Natürlich. Hm? Sicher. Macht Sinn. Klar. Oh, Gänsehaut. Alter, ist... Oh! Boah, Leute. Verschwunden. Oh, Gott. Yes. Ich habe gerade übelste Gänsehaut. Das ist echt nicht schön. Boah. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur kranker Wahnsinn. Es tut mir leid, wenn ich jetzt sehr ruhig war, aber was soll ich dazu auch sagen? Das ist einfach nur krank. Was soll ich denn dazu noch großartig anderes sagen? Es ist so... Ey, normal ist das nicht. Das kann mir keiner erzählen. Oh Gott, ey. Das ist ja übelst die heftige Mistkacke, Dreck, Scheiße, Verfluchter. Ich würde die Kerze langsam ausboosten hier. Die wieder. Okay, okay. Wunderschön. Wunderschönes Bild. Würde ich mal sagen. Oh. Ich muss mich immer wieder schütteln, ey. Das ist... Boah! Okay, Leute. Dann wollen wir mal. Naja. Es wird zumindest langsam eine menschliche Gestalt, ne? Also so langsam, aber sicher... Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine, hoffnungslos. Du bist immer allein gewesen. Du wirst immer hoffe. Ein schwerwiegender Fehler. Beende es. Hm. Mhm, mhm, mhm. Okay, Kinders. Also, das ist... Das sieht aus wie so ein Zopf von dem kleinen... von der Tochter, oder? Könnte ein Zopf sein. Aber wer ist er bitte so krank und schnippelt seiner eigenen Tochter einen Zopf ab? Für Farbe. Also. Boah, Leute. Also das war... Das war jetzt gerade richtig heftig. Weil, das... Alter, das mit dem Hund war ja schon hart, ne? Für mich. Sowas geht mir ja schon höllisch an den Nieren. Aber bei Kindern... Da könnte da... Boah. Das ist... Scheiße. Mich wundert, dass ich hier nicht mitten in der Aufnahme losgeheult habe. Okay, gut, Leute. Ich brauch eine Pause erstmal. Also wir machen das in der nächsten Aufnahme weiter. Ich brauche jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Wie weit sind wir denn überhaupt? Wie lange machen wir denn eigentlich schon? Ja, gut. Könnte sein, dass ich das zusammenschneide. Also, dass wir uns gleich wiedersehen. Könnte aber auch sein... dass wir uns morgen erst wiedersehen in der nächsten Folge. Muss ich mal gucken. Gut, dann wünsche ich euch noch, falls wir uns erst morgen wiedersehen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt, wir leiden und weinen und kriegen Angst und so weiter und so fort. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Tasse Tee. Bis nachher. Oder bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Das Bild ist ja mal wunderschön. Ich guck mal kurz, ob alles läuft. Bin ich gut zu hören? Hallo? Hallo? Ja, ich bin gut zu hören. Das Ding fusselt. Ja, das ist, wenn man... Das ist, wenn man Katzenhaare hat? Ja, das auch. Also, Katzen hat eine. Eine reicht ja schon. So. Wir brauchen nur noch zwei Dinge finden. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass das Spiel noch relativ lange gehen wird.
verschwunden. Also das Ende von der letzten Aufnahme war ja schon heftig genug. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommen soll. Hallo? Die Tür, wenn ich... Richtig. Hä, wieso geht die denn nicht? Ja. Was ist denn nun los? Ich schlafe im Kreis. Hä? Bin ich besoffen? Hä? Hallo? Wie geht's denn so? Okay, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Das verwirrt mich schon wieder direkt am Anfang hier. Kann ich irgendwas machen? Kann ich die Tür hier öffnen? Nee. Ich möchte nicht. Nein. Ist nur ein Stuhl, oder? Ich glaube, da sitzt niemand. Sich im Kreis bewegen, steht da, glaube ich, wieder. Oder? Ja. Hallo? Was? Leicht zu vergessen. Besoffen? Im Delirium. Hey! Es fängt ja schon gut an, ey. Er leckt mich doch am Arsch. Zeit. Was? Erinnerung? Ich kann nicht so gut Englisch. Ist im Kreis bewegen, ja? Mach's diesmal richtig? Was steht da? Denk dran. Ach so. Ah, okay. Was ist jetzt hier? Oh! Das sah aber eben noch anders aus, oder? Muss ich mich jetzt wieder entscheiden oder führt alles auf selbe hinaus? Ich glaube, es ist noch derselbe Flur wie eben, nur eben... Ja. Komplett auseinandergenommen. Ruhelose Andenken. Ja, an die Tür klopfe ich natürlich gerne, ne? Ich schaue mich vorher nochmal hier um. Hallo? Ist ja jemand zu Hause? Kann ich eigentlich springen? Nee, ne? Ich komme hier auch gar nicht durch. Aber wenn ich die Tür hier so mache, dann komme ich durch. Ich glaube, wir haben hier keine andere Wahl, außer diesen Weg zu nehmen. Natürlich. Achso, das hatten wir ja schon. Was gibt's denn hier Neues? Nee, das Licht lassen wir mal schön an. Solche Späße fangen wir gar nicht erst an hier, ne? Da können sie mich einen Buckel runterrutschen. Kann doch nicht angehen. Mann, ey, der schöne Tisch. Ich glaube, meine Oma hatte auch mal so einen. Also hier diese so, mit so geschwungenen Tischbeinen und dieses Muster. Na gut, meine Oma, die hatte aber keine Rosen an den Seiten. Ich glaube, die hatte Fische? Fische waren das, glaube ich. Schon ewig her, da war ich noch klein.
Ja, ich versuche abzulenken, damit ich hier nicht weitergehen muss. Ah, doch, ich... Ach, guck mal, das Zimmer... Warte mal. Der wollte doch hinter mir schon wieder zugehen. Ich will mal ganz kurz was münzen hier. Wie habe ich den nicht eben schon weggeschoben? Entscheide dich. Wofür? Achso, das ist das da hinten. Ich wollte schon gerade sagen. Aber hier muss doch irgendwas geben. Ah. Moment. Erstmal die Kehle befeuchten. So, 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Das nenne ich mal einen Liebesbrief. Reicht hier irgendwas? Nee. Ich dachte gerade. Das ist hart. Das sind harte Worte. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Muss ein Grund sein, warum ich hier rein muss. Oder kann. Oder war das jetzt nur dieser Zettel, der Grund? Kann ich da hinten hin? Nee, ne? Nee. Dann war das anscheinend nur wegen dem Zettel für... Na, jetzt ist eh zu spät. Ja, gut. Das wird hart. Liebling. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Nee, ich bin auf Kaffee umgestiegen. Ist viel geiler. Ja. Kann ich die ganze Nacht wach bleiben, ja? Nicht gut? Nein, das gefällt dir auch nicht. Ich glaube, sie mag auch keinen Kaffee. Ey, die wollen doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich da hingehe. Oh nö. Oh, legst mich doch am Arsch. Oh, Kruzifix! Mann! Schnecke! Du machst mich fertig! So. Oh! Sacre bleu, hätte ich bei euch gesagt. Ich bin gar kein Franzose. Mann. Fuck! Boah. Ey. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte oder ob ich jetzt wieder irgendwas falsch gemacht habe. Jetzt habe ich auch noch irgendwas im Auge. Oh, Entschuldigung. Irgendwie eine Wimper reingedroschen oder irgendwas. Ins Ohre. Ja. Nehme ich gleich. Mhm, okay. Also, Fallen haben wir mehr als genug. Ich guck's dich jetzt aber nochmal. Ja, okay. Ich bin auch noch da. Gut. Nicht, dass ich wieder irgendwas ausgestellt habe. Das ist mir schon mal passiert. Seitdem habe ich so einen Tick. Habe ich mich erschrocken in der Aufnahme. Und da habe ich vor lauter Schreck die Aufnahme beendet, obwohl ich gar nicht auf die Taste gedrückt habe, aber ich habe irgendeine Tastenkombination reingedroschen in die Tastatur, dass die Aufnahme beendet war und ich habe aber die ganze Zeit weitergespielt. Seitdem habe ich immer so einen Tick. Muss ich immer mal gucken. Hm. Okay. Liebling! Liebling, ich habe Ratten mitgebracht!